Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hermanns Eck in der Version 2. Und ja, ich hoffe, ihr hört richtig. Es geht los. Wir haben Musik am Start. Wer Interesse hat und wissen möchte, was für Musik das ist lizenzfreie Musik, die man sich auf YouTube runterladen kann. Und ja, in den Videos verwenden kann. Manches ist mit Namensnennung, manches ist ohne. Ich habe in der Videobeschreibung jetzt künftig alle Titel drin stehen, die ich mir runtergeladen habe. Sind so ein bisschen querbeet, ein bisschen was Spannendes eigentlich eher. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich finde es eigentlich ganz cool, ist ein bisschen was Lustiges auch mit dabei. Ja, was mache ich hier heute Schönes? Ich habe gedacht, ich mache jetzt erstmal, bevor wir uns ums Gewächshaus kümmern und so weiter, mal unsere Fehler ein bisschen fertig, ne? Weil es ist ja schließlich abends und so langsam aber sicher könnte dann auch das letzte Feld mal fertig angesät sein. Ja, das kann man ja mal machen, ne? Muss man jetzt nicht, aber kann man. So, dann mache ich jetzt hier das auch mal aus. Und der backt irgendwie, der Steier. Das ist ganz oft, wenn man dort in die Nähe kommt, dass der Rauch an ist. Also hier aus dem Abgasrohr auch tatsächlich was rauskommt. Naja, schauen wir mal. Gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir hier jetzt zuerst probern. Ja, gedüngt hatten wir ja in der letzten Folge. Und ja, ich könnte den Helfer machen lassen, möchte ich aber nicht, denn wie gesagt, Gewächshäuser und Co. sind ein nettes Beiwerk, beziehungsweise aktuell ist es ja nur das eine, sodass ich dort, ja, mir denke, oh komm, jetzt machen wir erstmal die wichtigen Arbeiten selbst. Oh, ich hätte es anheben müssen. Ja, nicht wieder schimpfen. Isa ist im Moment etwas verwirrt. Schauen wir mal, wie sich das hier in den nächsten Tagen so gibt. Ich habe gedacht, ich nehme mal so ein bisschen Musik, wo man ein bisschen vielleicht gute Laune kriegt und so weiter und so fort. Das ist also was Unterschiedliches dabei. Ganz viele Sachen aber auch von einem und demselben Interpreten, mehr oder weniger. Weil ich es eigentlich total schön finde und denke ich mal auch recht passend hierfür. Ja. Ich weiß nicht, was hier so diese Lecks verursacht. Also ich muss immer noch mal durch meine Modliste gucken. Also ich weiß, dass noch andere Mods, ich habe schon mal geguckt hier, ne? Da sind so einige Sachen drin, die Fehler verursachen. Das sind aber alles nur Warnings. Sind keine Errors. Ja, ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich mir jedenfalls gedacht, jetzt starten wir endlich mal mit der angekündigten Musik. Ist ja schon vor ewigen Zeiten mal das Thema gewesen. Und ich hoffe, das ist für euch nicht zu laut. Ich habe jetzt verschiedene Testaufnahmen gemacht und ich habe festgestellt, auch bei anderen, wenn ich auf YouTube Videos gucke, für manche ist die Musik tierisch laut. Für mich ist sie meistens richtig. Also ich hoffe, dass das einigermaßen ist. Wenn nicht, gebt ein Feedback dazu. Aber bedenkt bitte, dass ich die Folgen alle im Voraus aufnehme. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt heute zum Sonntag die ganzen Folgen der Woche schaffe. Denn ich habe ja noch so ein bisschen was anderes zu erledigen. Aber gerade so für Feldarbeit, wo dann vielleicht auch mal mir für ein paar Sekunden nichts einfällt zu erzählen. Manchmal ist es auch gar nicht notwendig, nur durchzuerzählen. Das ist doch ganz nett, ein bisschen Musik im Hintergrund zu haben. Ich hoffe, es ist halt nicht zu laut. Wir werden sehen. Ja, dann werden wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen endlich mal unser vieles, vieles Bier loswerden. Weil ich denke, dann können wir uns durchaus noch die anderen beiden Gewächshäuser holen, beziehungsweise dann auch den Hühnerstall setzen. Ja, das muss ja dann auch irgendwann mal gemacht werden. Ich möchte das relativ zeitnah setzen, aber ich möchte mich dafür jetzt nicht komplett nackig machen. Ja? Also, vom Geld her, versteht sich, hoffe ich. Ach, Kinders, das ist alles nicht so einfach im Moment. Ja, dann hatte ich ja gedacht, eigentlich war ja das Ziel ja möglichst natürlich zu düngen.
Ich denke mal, das werden wir jetzt noch eine ganze Weile nicht machen können. Dafür muss der Tierbestand erst noch ordentlich anwachsen. Denn den Mist, den unsere Tiere produzieren, werden wir natürlich in die Gewächshäuser packen müssen. Ne? Denn die müssen, das muss laufen, dafür brauchen wir Mist. Und den Dünger werden wir auch erstmal kaufen. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir denn uns eine Düngerproduktion hier auf die Map noch basteln. Würde ich dann allerdings auf dem anderen Teil, auf dem neuen Teil der Map machen. Denn da ist ja auch noch genug Platz. So, ich denke, das sollte denn als Vorgewende hier auch echt mal reichen. Ja, dann können wir ja loslegen. So, ich würde sagen, jetzt können wir hoch und runter fahren. Ach ja, seht ihr? Ich habe es endlich mal geschafft, meinen Hut zu verkleinern. Ich bin gut, oder? Nach gefühlten 5 Wochen. Naja, manchmal brauche ich halt ein bisschen länger, ja? Guck mal, das läuft. Wunderbar. Schickes Teilchen, ja. Ganz schön runtergekommen. Naja, schauen wir mal. Ja, eigentlich so voll die Musik für eine Timelapse, ja. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir im Moment die Zeit. Deshalb, wenn sich das alles bei uns eingepegelt hat, dass das alles wieder normal irgendwo halbwegs jedenfalls läuft, dann werde ich mich da mit dem Videoschneiden auch nochmal intensiver beschäftigen. Und dann werde ich das vielleicht auch mal machen. Gerade ja so die Feldarbeiten bietet sich ja dann doch an, ja. Das mal so ein bisschen zu schneiden. Das ist im Moment alles ein bisschen zu viel. So. Sehr schön. Dann haben wir nachher hier, dann werde ich noch aussehen. Hier auch Raps drauf. Und dann ist alles schick. Ja, was gibt es sonst Neues? Eigentlich nicht allzu viel. Ich weiß nicht, ob wir die Streams die Woche machen. Das hängt jetzt wieder ganz davon ab, was die Woche alles so passiert. In Sachen Krankenhaus und Co. Also haltet einfach die Augen offen. Ich werde es hoffentlich schaffen, im Discord Bescheid zu sagen, ob wir, also wenn wir nicht streamen, dass ich da Bescheid schreibe. Und wenn nicht, dann wie gesagt, nehmt es mir einfach nicht übel. Auch hier, das ist auch lustig.
Ich überlege echt, ob wir uns nicht noch einen größeren Grubber zulegen. Dass wir da ein bisschen mehr Reichweite kriegen. Weil gerade wenn wir uns dann doch die größeren Felder zugelegt haben, wird das ja doch, oh, eine Herausforderung, ne? Ich meine, das kostet ja auch alles irgendwo Zeit. Ich meine, wir haben ja die Zeit. Ist jetzt nicht so, dass wir die Zeit nicht haben, aber es zieht sich doch ganz schön in die Länge. Und desto mehr Produktionen wir hier auf der Map haben, desto weniger Zeit bleibt natürlich auch für kleine Geräte. Ja, da muss ich mal gucken, ob wir noch was Größeres, Altes finden oder ich oder ihr. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag. Ich möchte ja schon ganz gerne nicht nur neue Sachen hier ersetzen. Also Altes mit Neuem ersetzen möchte ich ja nicht. Ich möchte eigentlich so eine Sachen ganz gerne auf alt lassen. Weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass gerade so ein Grubber auch durchaus über viele, viele Jahre genutzt werden kann, wenn er fleißig und ordentlich gepflegt wird. Ja. Also ein bisschen mehr Arbeitsbreite wäre, glaube ich, doch ganz nett. Boah, Bäume. Ach ja, das kommt hier auch noch. Da bin ich aber gespannt, wenn wir hier die Bäume alle wegsäbeln. Na, alle nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Das wollte ich eigentlich machen, bevor wir die neuen platzierbaren Sachen haben, dass ich hier überall anständig fahren kann. Also man kann auch so anständig fahren, ja. Ich meine, das ist ja gerade der Charme der Map. Ich werde hier nicht alle Bäume wegnehmen. Aber so mancher muss weg. Das kommt ja dann auch noch. Das heißt, da brauchen wir auch noch was zum Transport. Yay! Aber vielleicht schneide ich die auch einfach so klein, dass wir die ganz normal mit einem Hänger wegtransportieren können. Und den kippen wir die einfach so ins Sägewerk. Das kann man ja auch machen. Ich hätte mir definitiv keine Ponzo oder sowas kaufen, ja. Immer ab durch den Busch, ja. Ich finde das hier schön, wenn die Abenddämmerung einsetzt. Das ist immer ganz, ganz klasse hier auf der Map. Ich meine, ist auf allen so, ja? Ist ja nicht nur, dass das hier so ist, ist ja auf anderen Maps auch so. Aber dann hat man wirklich so das Gefühl, dass Ruhe einkehrt auf der Map. Ja, so Feierabendstimmung. Ist schon cool. So ist das. Robern mit Isa. Ja, auch so eine Folge muss es geben. Ich kann das ja nicht, oder ich möchte das gar nicht immer außerhalb der Aufnahmen machen. Das gehört einfach dazu, ne? Ja, aber wir werden auch definitiv in der nächsten Runde werde ich mir hier einen anderen Grubber holen. Mal gucken. Ja, das ist schon echt eine Herausforderung, diese Map mit so kleinen Sachen zu spielen. Ich meine, die ist ja klein, da passt das ja wunderbar hin. Aber man unterschätzt das auch sehr leicht, ne, den Zeitaufwand.
Und wenn ich das so mitkriege in den Kommentaren, haben ja doch einige auch einen relativ neuen Fuhrpark hier auf der Map. Aber auch kombiniert mit alten. Ja. Das ist immer ganz interessant, wenn man so eure Mod-Vorschläge liest, was da so mal an neuen kommt, was an altem dabei ist und so weiter und so fort. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Gut, ihr Süßen, ich mache das Feld hier fertig und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen bei einer weiteren Folge von der Hermannseck wieder mit am Start seid. Für diese Folge bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Ja, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. So. Das machen wir nochmal ordentlich hier, ne? Jawohl. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.